vielen Dank erstmal, dass so viele Leute heute Morgen hier rausgekommen sind, so früh. Wir wollen heute so ein bisschen sprechen über das Thema der kreative Zufall und seine Planung. Kreative Ideen, verrückte Zufälle und wie kann man das kommunikativ nutzen, um erfolgreich zu sein. Und anfangen möchte ich eigentlich mit einer Zahl, 72%. 72% aller Menschen haben laut einer Business Insider Studie die besten Ideen unter der Dusche. Und das Verrückte ist ja eigentlich, dass die meisten von uns jetzt hier wahrscheinlich im Anschluss nicht unter die Dusche gehen, sondern an einen anderen Ort fahren. Und der Ort ist laut Zahlen nicht der beste Ort, um Ideen zu haben, das ist das Büro. Und jetzt ist es gar nicht so, dass jeder im Büro immer rund um die Uhr verrückte, gute Ideen haben muss. Denn es gibt ja viele Berufe, die kommen ohne besonders viel kreative Lösungen aus, die funktionieren mit Routinen. Wenn wir an eine Fabrik denken, wo man am Fließband steht und den ganzen Tag eine Handbewegung macht, dann ist eine kreative Idee zwischendurch vielleicht sogar schädlich. So nach dem Motto, ach, die Schraube lassen wir heute mal weg, das machen wir anders. 3 Monate später hat man dann dieses Samsung Galaxy, was explodiert. Also vielleicht braucht man Kreativität gar nicht immer im Beruf, aber wahrscheinlich arbeiten oder möglicherweise arbeiten einige von Ihnen auch in Kommunikationsberufen, in Berufen, die quasi der Transformation der Gesellschaft zur Wissensgesellschaft ein bisschen geschuldet sind. Und da kommt man natürlich ohne kreative Lösungen nicht aus. Und ich selber arbeite als Kreativdirektor in einer Werbeagentur und da braucht man natürlich Ideen. Und das ist nur der Anfang von dem Problem, weil es reicht nicht einfach, eine Idee mal so zu haben, sondern man muss zu einem bestimmten Termin dem Kunden eine Idee präsentieren, die den Kunden irgendwie glücklich macht. Und das Ganze wird dann immer noch schwieriger, weil man hat ja nicht nur einen Kunden, für den man arbeitet, sondern in der Regel mehrere, was das Problem noch weiter vergrößert. Und eigentlich stehen wir alle, die in der Kommunikation arbeiten, ja vor einem gewissen Paradoxon. Zum einen haben wir unser Produkt, was wir liefern müssen. Das sind die kreativen Ideen, die müssen zu einem bestimmten Termin abgegeben werden. Und zum anderen ist das Produkt eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass es nicht richtig planbar ist. Also es besteht aus Zufällen, aus Inspirationen, aus Geistesblitzen. Und die Frage ist, müssen wir also unseren Erfolg eigentlich mehr oder weniger dem Zufall überlassen? Und es gibt Beispiele dafür, dass man mit reinen Zufällen sehr erfolgreich sein kann. Dieser Mann zum Beispiel hat das geschafft. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere ihn erkennt. Das ist Christoph Kolumbus. Und auch wenn man nicht weiß, wie der aussieht, weiß ja jeder, Kolumbus hat Amerika entdeckt, wollte das eigentlich gar nicht, denn er hat diesen Seeweg nach Indien gesucht, ist in Amerika gelandet, damit wahnsinnig berühmt geworden. Das heißt, eigentlich war Kolumbus zufällig sehr erfolgreich. Die Entdeckung Amerikas, ich mache einen kurzen Exkurs, ist eigentlich ein schönes Beispiel für Serendipität, falls sich der ein oder andere im Vorfeld nicht bei Google informiert hat, was ist das eigentlich? Serendipität wird definiert als eine zufällige Beobachtung von etwas, was man ursprünglich nicht gesucht hat, das sich als neue überraschende Entdeckung erweist. Wir bleiben noch mal kurz beim Thema Erfolg und Zufall. Und gehen gedanklich schon mal so 2-3 Stunden weiter. Wir gehen aus dem Space hier raus, rein ins Büro. Die Aufgabe für heute ist, wir müssen eine Kommunikationskampagne für Zahnpasta entwickeln. Das ist ungefähr so ein bisschen so anspruchsvoll wie der Seeweg nach Indien, aber das ist halt unser Job. Wir suchen nach Zahnpasta. Wir suchen nicht nach Katzenfutter. Würden wir dafür zufällig eine Idee haben, ist das ein bisschen, als würden wir Amerika finden. Das hilft uns aber nicht. Wir brauchen diese Zahnpasta-Kampagne. Und die Frage dabei ist jetzt, das können wir natürlich nicht irgendwie dem Zufall überlassen. Das heißt, wir müssen eigentlich die Herausforderung annehmen und diesen kreativen Zufall planen. Kreativer Zufall planen heißt, wir brauchen kurz gesagt eine Idee. Und die Frage ist, was ist eine Idee? Und um da das so ein bisschen einzugrenzen, gucken wir jetzt zusammen einen kurzen Case-Bild. Hockey Club Davos is the most successful Swiss ice hockey team, with currently 31 championship titles.
But financially, the club is still highly dependent on merchandise and catering sales. Dieses Jahr haben wir probiert, Interaktivität ins Publikum hineinzubringen und zudem unsere Fanartikelumsätze und Cateringumsätze im Stadion steigern. During the match, players crash into the rink panels around 100 times. The idea was to turn the rink panels into bingo fields. And in doing so, a new and entertaining game is born. Rink Bingo. Every panel was equipped with sensors. When a player crashed into the rink panel, the panel number was directly transmitted to the stadium queue and to all smartphone users. With the Rink Bingo app, the fans were able to play live and in real time during the matches. Even at home via a second screen. Winners were directly informed and rewarded with merchandise vouchers or two-for-one offers. The game significantly increased traffic and concession sales by encouraging more people to visit the bars and the fan shop. Panda Bingo ist für uns ein Riesenerfolg. Die Leute im Stadion sind begeistert. Die Umsätze an den Bars, Cateringständen und Fanshops sind sensationell gewesen. Und die ganze Maßnahme ist ein Riesenerfolg für den HC Davos. Rink Bingo. How a small game brought more fun to the big game. Das war eine Kampagne, die wir im letzten Jahr umgesetzt haben. Und die zeigt eigentlich sehr schön diese Kombination. Wir haben irgendwie auf der einen Seite Eishockey, auf der anderen haben wir das Spiel Bingo. Das haben wir kombiniert zu Bandenbingo. Also das heißt eigentlich, kreative Ideen oder eine Idee ist eigentlich immer eine neue Kombination von bekannten Elementen. Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, wie man eigentlich beschreiben kann, was ist eine Idee. Um Ideen zu haben, braucht es Kreativität und das, ich finde, das ist eigentlich eine schöne Definition. Die ist von einer Harvard-Professorin, dann muss es auch eine gute Definition sein. Kreativ ist, wer kreativ handelt. Also Kreativität ist eigentlich das Resultat eines bestimmten Verhaltens. Und daraus schließt sich dann natürlich die Frage an, wie handle ich überhaupt kreativ? Und zu diesem Thema gibt es ein sehr schönes kleines Buch. Es ist von David Webb Young und es heißt A Technique for Producing Ideas. Und das Ganze ist kein wissenschaftliches Buch, es ist mehr so ein Erfahrungsbericht von jemandem, der lange in der Werbung gearbeitet hat. Und er beschreibt eigentlich Ideenfindung als einen Prozess. Und ich finde das Buch deshalb sehr gut, weil er genau diese, wie komme ich zu der Idee, in so 5 Schritte unterlegt. Wie gesagt, es ist nicht wissenschaftlich, aber es deckt sich eigentlich sehr gut mit meiner Erfahrung auch. Und das Schöne daran ist, wenn man wie so ein Modell oder ein Prozessmodell im Kopf hat, gibt einem das bei der Ideenentwicklung auch ein bisschen mehr Sicherheit. Weil wenn man 10 Minuten nachdenkt und hat noch nicht sofort den Geistesblitz und die Erleuchtung, dann weiß man, das kann am Anfang noch gar nicht so weit sein. Vielleicht bin ich erst an einem dieser Schritte, die man durchlaufen muss von dem Prozess. Und dann kann man auch genau gucken, wie kann man möglicherweise das nochmal optimieren, muss man noch einen Schritt zurück und wird dann nicht nervös, sondern weiß, irgendwann kommt ja später die Idee. Wir gucken uns jetzt mal diesen Prozess gemeinsam an. Also grundsätzlich kann man in 5 Schritten zu einer kreativen Idee kommen. Und der erste Schritt heißt wie Recherche und Archiv. Da geht es in erster Linie darum, dass man sich Wissen aneignet über das Produkt, über die Zielgruppe. Also ich spreche jetzt so ein bisschen über die Arbeit einer Agentur, aber das ist natürlich in anderen Unternehmen auch so. Was sind die Eigenschaften? Was kann man irgendwie genau darüber wissen? Und das Zweite, was sehr wichtig ist, ist, dass man neben dem Spezialwissen, was sich dann mit dem konkreten Thema, also unserer Zahnpasta irgendwie beschäftigt, was ist irgendwie allgemein an Wissen verfügbar, was man haben kann? Und wenn man sich überlegt, dass das Thema der Kreativität eigentlich ist, 2 verschiedene Elemente neu zu verknüpfen, dann ist eigentlich auch ganz logisch, das kann man viel, viel besser machen, je mehr Elemente man verfügbar hat. Und dementsprechend ist es eigentlich egal, ob Sie jetzt Musik interessiert sind oder Politik interessiert oder Kultur interessiert, immer sehr gut, wenn man so einen breiten Fundus an möglicherweise auch völlig nerdigem Spezialwissen hat,
weil das immer wieder die Chance eröffnet, man kann es mit dem Produkt, wenn man es bewirbt, irgendwie verbinden. Und ein sehr schönes Beispiel zu dem Thema gibt es eigentlich von Steve Jobs. In seiner Biografie schreibt er, dass er zu Uni-Zeiten einen Kalligrafiekurs besucht hat. Und das war irgendwie so Wissen, was er sich angeeignet hat, was zu dem Zeitpunkt außer einem gewissen Interesse und seiner Neigung keinerlei Effekt hatte. Als es aber darum ging, später das iPhone zu designen, war es dann so, dass sein Empfinden für Ästhetik, wie er selber sagt, dahingehend beeinflusst wurde, dass dieser Kalligrafiekurs auf einmal wichtig wurde. Also dieses allgemeine Wissen, was dann mit dem Spezialwissen in der Situation zusammenkam. Wenn wir nun diese Wissensgrundlage erschaffen haben, kommt eigentlich der schwierigste Teil in dem Prozess, die eigentliche Arbeit. Man puzzelt mit den Fakten, die man hat. Also man verdaut die Informationen, man schreibt seine Ideen auf, man versucht wirklich aktiv diese Verknüpfungen herzustellen und zu finden. Und was bei dem Schritt wahnsinnig wichtig ist, ist so dieses, man muss ein bisschen mehr machen, als man normalerweise gerne will, weil ansonsten funktioniert der Prozess nicht so gut. Also wenn man jetzt 10 Minuten lang sich hinsetzt und sagt, okay, das sind alle meine Ideen, die ich habe, fertig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf eine wirklich gute Idee kommen, auf eine wirklich neue Idee kommen, eher gering, genau, das erkläre ich im dritten Schritt, warum das so wichtig ist, aber wie gesagt, wichtig, etwas länger mit dem Problem beschäftigen, als man eigentlich möchte. Und Kreativitätstechniken sind eigentlich genau in diesem zweiten Schritt, ist der Moment, wo sie sowas einsetzen können. Ich denke, viele kennen viele Kreativitätstechniken und es gibt davon unzählige, die mehr oder weniger gut funktionieren. Wenn Sie mich fragen, was meine Lieblingskreativitätstechnik ist, dann ist es diese hier. Man kann sagen, das ist wie so eine Doppel-Mindmap. Und ich mache das eigentlich immer so, nachdem ich mich beschäftigt habe mit allen Infos, die man haben kann und mein Allgemeinwissen, was sich aus YouTube und Facebook zum Teil auch speist, dann Beispiel Bannenbingo, setze ich mich hin und sage, ein Thema ist irgendwie Eishockey und wir sollen eine Promotion dafür entwickeln. Das ist das andere Themenfeld. Was kann man da irgendwie verknüpfen? Und dann schreibe ich irgendwie ganz viele Sachen auf, die zu dem einen und dem anderen Thema passen. Wettbewerb, Mannschaft, Trainer. Und unter anderem steht dann vielleicht auch sowas da wie Bande. Und in dem Promotionsthema guckt man auch, was passt zum Thema Promotion. Und da entdeckt man dann das Bingo. Und Bingo kann man beide Sachen verbinden. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen idealtypisch dargestellt, ganz so einfach ist es dann nicht, aber das ist eigentlich das Prinzip. Das heißt, das Ziel aller Kreativitätstechniken ist eigentlich eben, diese neuen Verknüpfungen herzustellen. Und das ist eben gar nicht so einfach. Und was man eben häufig übersieht, ist, gefühlt, Kreativität ist immer sehr einfach. Warum gibt es gar nicht so viele wahnsinnig gute Ideen? Eben weil es dann doch ein gewisses Maß an harter Arbeit eben erfordert, sich mit einer Thematik zu beschäftigen. So, nach dieser ganzen Vorbereitung, den ersten zwei Schritten, kommen wir eigentlich zum spaßigen Teil. Und das ist jetzt das, wo man einfach alles mal vergessen kann. Das ist jetzt der richtige Moment, um unter die Dusche zu gehen oder in die Badewanne oder spazieren gehen oder ich glaube, viele haben auf ihren Kärtchen notiert, wo sie die besten Ideen haben oder rausgehen in die Natur und einfach mal das Projekt liegen lassen, denn es ist so, dass wirklich das Unterbewusste weiterarbeitet. Also es ist, ich glaube, jeder kennt so dieses Gefühl, man lässt dann das Problem irgendwie mal liegen und versetzt sich in so ein Open Mode ist das Stichwort. Genau, ich habe das Bild von John Cleese hier eingebaut, weil er in einem Kreativitätstalk über diesen Open Mode etwas genauer spricht, wo er sagt, das ist wirklich der Zustand, wo einem Sachen zufließen. Und ein schönes Beispiel dafür ist die Geschichte von der Erfindung des Penicillins. 1928 hat Alexander Fleming am Londoner St. Mary's Hospital an Staphylokokken geforscht. Und er hatte so eine ganze Reihe von Nährbodenplatten mit diesen Bakterien vorbereitet und dann nach dieser harten Arbeit das gemacht, was viele von uns gerne machen, er ist in die Ferien gefahren. Und was er vergessen hat beim Aufräumen, ist eine dieser Nährbodenplatten in seinem Büro. Und
oder Labor, wahrscheinlich arbeitet er nicht im Büro, sondern im Labor. Und als er wiedergekommen ist aus den Ferien, hat er diese Platte gefunden und die war komplett verschimmelt. Und normalerweise wäre die typische Reaktion jetzt zu sagen, ach komm, ich schmeiß das einfach weg, das ist irgendwie nicht mehr gut. Aber er befand sich halt in diesem Problemlösungsmodus und hat die Frage gestellt, was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass hier dieser Schimmel drauf ist, und hat so eigentlich entdeckt, dass sich in dem Umfeld davon diese Bakterien nicht vermehrt haben und ist so eigentlich auf das Penicillin gekommen. Also dieser Open Mode, das Offensein ist ganz wichtig, damit man die Ideen eben auch wahrnimmt. Schönes Beispiel aus der Werbung ist diese Anzeige aus dem Jahr 1977 von der Werberlegende Michael Schirner. Für die IBM hat damals Schreibmaschinen hergestellt. Die Schreibmaschine 9610 mit Korrekturtaste wurde dort beworben. Und gefragt darauf, wie ist diese Idee zustande gekommen, sagte er eigentlich, ach, das war Zufall. Wir saßen im Meeting, ich habe irgendwie Schreibmaschine aufgeschrieben und ein Buchstabe ist verrutscht. Und dann haben wir gedacht, ah, da kann man ja eine Anzeige draus machen. Und das ist eigentlich genauso dieses, ja, man kann sagen, okay, das ist jetzt einfach ein Zufall. Wahrscheinlicher ist aber, dass sich er und sein gesamtes Team im Vorfeld sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt haben. Er in dem Moment dann eben offen war zu erkennen, da steckt eine Idee drin in diesem verrutschten Buchstaben. Andernfalls wäre es wie bei Alexander Fleming gewesen, man schmeißt es einfach weg, aber er hat gesehen, nein, da steckt eine Idee. Also dieses Offensein ist sehr, sehr wichtig. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Schritt 4. Das ist dann der großartige Moment. Die Idee ist da und ich glaube, jeder kennt so das Gefühl, manchmal denkt man, meine Güte, was war denn jetzt so wahnsinnig schwer da dran? Wieso bin ich denn da nicht eher drauf gekommen? Und ich finde auch, richtig gute Ideen erkennt man ja oft daran, auch wenn andere die hatten, dass man sich so denkt, ja meine Güte, hätte ich mir eigentlich auch überlegen können. Aber meistens ist es ja dann doch so, der andere ist da drauf gekommen und man selber nicht. Das liegt eben daran, dass es doch nicht so ganz willkürlich alles passiert. Der letzte Schritt ist dann noch wichtig, das ist so der Tag danach. Manchmal hat man ja auch eine fantastische Idee und dann am nächsten Tag muss man nochmal prüfen, funktioniert das jetzt überhaupt mit dem, was ich haben will. Also eine Katze zum Beispiel in der Mikrowelle zu trocknen, ist vielleicht theoretisch eine fantastische Idee, führt aber dazu, dass diese Katze stirbt. Das heißt, bevor man die da reinpackt, sollte man nochmal kurz checken, ist das jetzt das, was ich machen soll. Also die praktische Anpassung. Nochmal kurz im Überblick, die 5 Schritte, wir recherchieren, wir puzzeln mit Fakten, dann kommt der magische Moment, wir haben unsere Idee, checken, ob es funktioniert, fertig. Und damit haben wir zumal sozusagen so den ersten Teil unseres kreativen Zufalls, haben wir dann schon. Geht danach aber ja noch ein bisschen weiter. So ein bisschen Clickbaiting auch auf der Folie betrieben. Denn damit so ein kreativer Zufall dann Wirklichkeit wird, und das ist ja immer das große Ziel, muss eigentlich noch was passieren. Denn nur, dass ich jetzt meine Idee habe, das reicht ja noch nicht, sondern irgendwie muss die Idee ja auch noch zum Leben gebracht werden. Das heißt, jetzt aus Agentursicht, wir müssen zum Kunden gehen und dem eigentlich unsere geniale Idee präsentieren und ihn davon überzeugen, dass das alles so seine Richtigkeit hat und funktioniert. Und normalerweise sind eben, wenn man neue Ideen hat, das ist so ein großes Problem, gibt es so eine sehr große Skepsis. Also als das Auto damals vorgestellt wurde im 19. Jahrhundert, war so die Reaktion der Zeitgenossen, dass sie gesagt haben, das ist doch Spinnerei, Humbug, niemand hat daran geglaubt. Auch der Kaiser hat irgendwie auf das falsche Pferd gesetzt in dem Fall. Er hat behauptet, es wäre nur eine vorübergehende Meinung. Ein anderes Beispiel dafür, dass eben kreative Lösungen immer mit Widerständen zu kämpfen haben, ist der Fosbury Flop. 1967 war Richard Fosbury eigentlich ein ganz normaler Hochspringer, der vorwärts über diese Latte gesprungen ist, wie alle das gemacht haben. Und er war nur durchschnittlich gut. Und anstatt mehr in der alten Sprungtechnik zu trainieren, hat er gesagt, ich mach das anders. Ich versuche irgendwie diese Latte anders zu überqueren. Und dabei kam ihm so ein bisschen der Zufall zu Hilfe. In seinem Garten stand laut seiner eigenen Geschichte ein Baum mitten in dem Anlaufweg. Und er musste immer eine kurze Kurve laufen, die ihn dann sozusagen dazu gebracht hat,
zu überlegen, muss ich eigentlich vorwärts darüber springen oder geht das nicht vielleicht auch anders? Auch er hatte mit massivem Widerstand zu kämpfen. Sein eigener Trainer hat ihm vorgeschlagen, es wäre besser, er geht zum Zirkus. Und der Nationaltrainer des amerikanischen Hochsprungverbandes hat ernsthaft die Sorge geäußert, dass eine ganze Generation von Hochspringern wird aussterben, weil sie sich alle den Hals brechen, wenn sie so diese Latte überspringen. Heute ist das alles kein Thema mehr. Es ist die durchgesetzte Sprungtechnik. Und das sind nur zwei Beispiele von ganz vielen. Als das Fahrrad erfunden wurde, hatte man Angst, man bekommt ein Fahrradgesicht, wenn man da drauf fährt. Als der Zug erfunden wurde, hatten die Menschen Angst, sie müssen sterben, weil der Zug so schnell ist. Als das iPhone erfunden wurde, hat man drüber gelacht und gesagt, Telefon ohne Tasten ist doch Unsinn. Das heißt, man hat immer mit sehr vielen Widerständen zu kämpfen. Das ist das eine. Und wenn wir auf die Konzernebene runtergehen, dann gibt es da ja auch noch so dieses Thema Firmenpolitik. Man hat so interne Machtkämpfe. Häufig will man seinen eigenen Platz da auch sicher halten und vielleicht nicht unbedingt riskieren, dass man jetzt eine Idee auch mal in den Sand setzt und einen Fehler macht. Das heißt, grundsätzlich ist auch von der Seite her es immer schwierig, eine neue Idee, die wirklich innovativ ist, zu verkaufen. Was machen wir also? Wie bekommen wir unsere kreative Idee für die Zahnpasta jetzt zum Leben? Möglichkeit 1 ist, wir können versuchen, den Kunden einzuschüchtern und ihn einfach dazu zu zwingen, dass er das macht. Das ist aber vermutlich nicht so zielführend. Die andere Variante wäre, wir können auch versuchen, das Ganze zu kaufen, aber ich glaube, als Geschäftsmodell für eine Agentur ist es langfristig nicht sinnvoll, den Kunden dafür zu bezahlen, dass er Ideen umsetzt. Das heißt, eigentlich bleibt uns am Ende nur übrig, wir müssen wirklich Überzeugungsarbeit leisten und letztendlich es schaffen, Begeisterung auch für unsere Ideen rüberzubringen. Also quasi den Kunden auch mitzunehmen und zu zeigen, das ist wirklich eine gute Idee. Das ist das, was man aus Agentursicht tun kann. Auf der anderen Seite gibt es eben auch zwei Bedingungen, die eigentlich elementar sind, damit das Ganze funktioniert. Das eine ist ein gewisses Maß an Mut. Das braucht es, glaube ich, immer, wenn man etwas Kreatives, was ja dementsprechend als neue Kombination immer auch etwas Neues ist, umsetzen möchte. Und auf der anderen Seite ist es eben Vertrauen. Das ist quasi in der Zusammenarbeit mit Zwischenkunden und Agenturen muss es ein Vertrauensverhältnis geben, damit dann der Kunde auch weiß, es ist im Interesse, in meinem eigenen Interesse, diese etwas schräge Kommunikationslösungen umzusetzen. Und ein tolles Beispiel gibt es von der Firma Fiat. Und zwar war Fiat 1979 in einer prekären wirtschaftlichen Lage. Ihr Marktanteil im Kleinwagenbereich war von 15% auf unter 8% gefallen. Und irgendwas musste passieren. Und eine Werbeagentur wurde damit beauftragt, für den Fiat Panda, dieses kleine eckige Auto, eine Kampagne zu entwickeln. Die Agentur hat vorgeschlagen, zu sagen, Fiat Panda, die tolle Kiste, das ist der Claim, unter dem wir auftreten wollen. Und wie das in solchen Fällen dann so ist, es gibt immer erstmal eine Marktforschung, um zu gucken, kommt das bei der Zielgruppe an, wollen die Leute das? Und die Marktforschung war in dem Fall eigentlich sehr eindeutig. 25% der Leute haben gesagt, oh, das ist doch super. Und 75% haben gesagt, um Gottes Willen, das ist doch völlig albern, was ihr da vorschlagt, das ist doch nichts. Und jetzt ist eigentlich in dem Fall das Spannende passiert, weil die rationale Reaktion oder das, was wahrscheinlich die Vielzahl aller Entscheider in dem Fall getan hätte, wäre zu sagen, gut, ein Dreiviertel aller Leute sagen, das ist albern. Dann machen wir das natürlich nicht. Und in dem Fall war es dann anders, weil die Aussage war, wenn 25% der Leute das gut finden und wirklich lustig, dann ist das doch schon mal was. Wir machen das einfach. Und dann entstand wirklich eine der legendärsten Autokampagnen, wenn man in die Vergangenheit so guckt, mit ich glaube über 163 Motiven, die alle immer mit Bild und lustiger Headline funktionieren.
wo auch auf aktuelle Ereignisse eingegangen wurde. Und ich finde, auch wenn die Kampagne irgendwie so alt ist, wäre das heute immer noch lustig. Das heißt, die Geschichte hatte ein Happy End. Am Ende der Panda konnte feiern und jubeln. Man war im Marktanteil wieder bei 14% angekommen. Das heißt, in dem Fall, und ich glaube, das ist ein Beispiel unter mehreren, wenn man sich wirklich traut, Aufmerksamkeit stark zu kommunizieren und eine kreative Idee umzusetzen, hat das auch wirklich einen Impact auf das Business und macht ein Unternehmen erfolgreicher, als wenn man alternativ einfach ein Auto zeigen würde, wo dann daneben steht, der neue Panda, so wie das ja auch häufig gemacht wird. Das heißt, die Planung des kreativen Zufalls besteht eigentlich aus diesen beiden Schritten, dass man sagt, zuerst müssen wir den kreativen Zufall selber schaffen und dazu gehört dann aber auch, wir müssen dem kreativen Zufall zum Durchbruch verhelfen. Das hängt wirklich beides zusammen, weil nur als Idee, die es in der Welt nicht gibt, ist ja dann noch keinem geholfen. Wie geht es jetzt weiter? Das Tolle ist, wenn man einen kreativen Zufall hat, dann hat man eigentlich damit die Grundlage geschaffen, um ganz viele kreative Zufälle folgen zu lassen. Das heißt, eigentlich ist das so wie ein Perpetuum mobile ist es nicht, aber Sie können aus dem einen kreativen Zufall mehr kreative Zufälle generieren. Wenn Sie nämlich eine Botschaft haben, wie die tolle Kiste zum Beispiel, dann kann man sich auch vorstellen, wir haben jetzt eine Umsetzung gesehen, aber auf dieser Plattform kann man sehr viel mehr weitere Kampagnen entwickeln. Und man hat auch gesehen, mit der tollen Kiste und der Mechanik, die man einmal hatte, 163 Motive, das ist einfach wahnsinnig viel. Und ich finde, eine Kampagne, die das auch sehr, sehr gut und erfolgreich seit vielen Jahren macht, ist die Kampagne für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die haben für sich den Satz, dahinter steckt immer ein kluger Kopf. Und die Grundidee ist, man sieht immer eine Person hinter dieser Zeitung mit einem Umfeld, das irgendwie mit der Person lustig korrespondiert. Das ist die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die hat 7 Kinder, deshalb sitzt sie zwischen den ganzen Scharnickeln. Der Marcel Reich-Ranitzky hat den Fernsehpreis damals abgelehnt, da haben sie inzwischen ganz viele Fernseher gesetzt. Das ist der Mohamed El Baradei, der UN-Chefkontrolleur, sitzt in so einem Röntgenscanner. Günther Jauch in seinem Wer wird Millionär-Studio. Das war für die Segel-Olympiasieger, wo die Zeitung wegfliegt und gerade jetzt, letzte Woche beim ADC in Deutschland ausgezeichnet, die Kampagne läuft wirklich schon seit Jahrzehnten. Das ist Jean-Claude Juncker, der EU-Kommissionspräsident. Und hier haben wir noch für den Vorstandsvorsitzenden der KUKA AG, der in diesen Robotern ist und man kann sich online noch angucken, wie dieses Motiv entstanden ist. Also das heißt, mit dem einen kreativen Zufall, wir haben den Satz, dahinter steckt immer ein kluger Kopf, kann man dann in Serie kreative Lösungen produzieren und das ist eigentlich toll, weil wenn man so eine starke Basis hat, kann man einfach immer mehr damit machen. Das heißt, so ganz schematisch aufgezeichnet, wenn wir das Produkt und die Kampagne eigentlich als Rahmen sehen, lassen sich in diesem Rahmen sehr viele Dinge gestalten. Das Ganze wird dann nochmal eine Spur komplexer. Wenn wir sagen, wir haben eine Marke, die jetzt nicht nur ein Produkt hat, sondern die eine Reihe von Produkten anbietet, dann kann es eben für unterschiedliche Produkte, genau wie quasi dieses, dann in mehrfacher Ausführung geben. Und auch dazu gucken wir uns jetzt noch ein kurzes Beispiel an. It's the last goodbye, I swear. I have no regrets, for the past is behind me. Tomorrow reminds me just where. I break
So. Das ist einer meiner Lieblingsspots aus dem letzten Jahr, deshalb wollte ich den auch unbedingt zeigen. Aber hieran kann man sehen, was ich eben theoretisch erklärt habe. Wir haben den Kern der Marke eigentlich, Under Armour mit Rule Yourself und I Will. Und dann haben wir eine Kampagne, die den Gedanken, it's what you do in the dark that puts you in the light, quasi kommuniziert und als Kampagnenclaim verwendet. Da haben wir jetzt den TVC mit Michael Phelps gesehen. Und auch darunter könnte es dann wieder mit dem gleichen Gedanken andere Umsetzungen geben. Aber genauso kann man eben für andere Produkte dann andere Kampagnen machen. Das vielleicht so als Ausblick. So, fassen wir nochmal kurz zusammen. Also 72% aller Leute haben die besten Ideen unter der Dusche. Nicht deshalb, weil das per se der beste Ort der Welt ist, wo einem Kreativität zufließt, sondern weil sie sich vermutlich vorher intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Wichtig, um Ideen zu haben, ist dieser Open Mode und was auch elementar ist, um einen kreativen Zufall wirklich Wirklichkeit werden zu lassen, dass man den Ganzen eben umsetzt und nicht nur als Idee behält. Einen Satz gebracht, wenn Sie, also vielleicht nochmal, um die Frage zu beantworten, kann man kreativen Zufall jetzt planen oder nicht, kann man sagen, man kann das in gewissem Maße tun, weil wenn Sie hart arbeiten und offen bleiben, werden Ihnen viele kreative Zufälle begegnen. Und wenn Sie sich von Widerständen nicht aufhalten lassen, dann können Ihre kreativen Zufälle auch Wirklichkeit werden. Ganz sicher, wenn Sie ein bisschen Glück haben. Danke.